Was macht man eigentlich, wenn eines dieser elektronischen Geräte mal den Geist aufgibt? Zum Beispiel, wenn der Akku leer ist. Da gibt es eine kleine Hilfestellung von gewissen Herstellern von solchen Geräten. Dort gibt es nämlich ein kleines Feature, das wir euch jetzt zeigen und euch aus der Bredouille helfen kann. Es wurde in dieser Woche, sage ich mal, ein großes Fass aufgemacht zu zwei Geräten, die von Google kommen, von zwei anderen Herstellern produziert werden, aber unter dem Google-Label verkauft werden, nämlich das Google Nexus 5X und 5P. MKHBD oder MKBHD, so rum war das genau, Marquis Braun. Jedenfalls hat das eben halt getwittert, dass das Nexus 5X das Nexus 6P aufladen kann. Und andersrum, über den USB-Typ-C-Anschluss. Was viele aber nicht wissen, ist, dass es schon diverse Geräte gibt, die dieses Feature schon hardwareseitig implementiert haben. Großes Vorbild, ich sage das nochmal ganz gerne, dann ist Huawei. Huawei hat das in sämtlichen seiner Geräte mehr oder weniger seit geraumer Zeit verbaut. Das letzte Gerät, oder besser gesagt das erste Gerät, das ich in der Hand hatte, war das Ascent Mate 7. Das konnte auch schon weitere Handys eben halt aufladen. Man brauchte eben halt nur ein Zubehörteil, denn ein USB auf Micro-USB-Kabel besitzt jeder. Nur dieser Anschluss geht natürlich nicht in ein anderes Smartphone oder in ein anderes Device hinein. Es sei denn, man hat dann einen PC, aber den will man ja nicht aufladen mit seinem Handy-Akku. Deshalb braucht man so ein Ding. Nicht den Androiden, sondern es ist ein OTG-Adapter, sprich USB-on-the-go-Adapter, ne, der dann einen großen konventionellen USB-Port in einen Micro-USB-Port umwandelt und den steckt man dann einfach drauf. Ups, falsch rum, so rum. Und dann verwandelt es sich in ein Micro-USB auf Micro-USB-Adapter. Wieso, weshalb diese ganze Sache mit dem Akku verwenden vom Smartphone, um andere Geräte mal aufzuladen? Ihr kennt das, mittlerweile haben wir Smartwatches, die akkubetrieben werden, Bluetooth-Lautsprecher, in denen ein Akku drin ist, oder auch eine Action-Cam, in dem auch ein Akku drin ist, oder eine zusätzliche Lampe für die Action-Cam, wo auch ein Akku ist. Das sind so Sachen, die ich dann eben halt schon in meinem Reiseequipment immer dabei habe und natürlich auch so ein Akkupack. Ja? Aber der ist natürlich heftig schwer. Da ist es manchmal ganz hilfreich, wenn das Smartphone dann eben halt diverse andere Geräte aufladen kann. Ich habe hier das Huawei Mate S. Es gibt aber eben halt noch aus dem Hause Huawei noch diverse andere Geräte. Ich weiß, es gibt noch andere Smartphone-Hersteller, wie zum Beispiel das Elephone P5000, das wir auch schon vor Monaten getestet haben, der als Akkupack dann eben halt taugt. Und das Ganze funktioniert ganz einfach. Man steckt das eine Kabelende in das Smartphone hinein, also so, als ob ihr das Smartphone selber laden wollt. Und dengelt das an das zu ladende Gerät eben halt daran. Hier in dem Fall mal ein weiteres Smartphone und schon beginnt die Ladeprozedur. Wie man hier sieht, schön, der Akku vom Honor 7 ist schon fast leer und jetzt lädt eben halt das P8 des Honor 7 eben halt auf. Gut, man trägt nicht immer zwei Handys herum. Man kann natürlich auf der Straße versuchen, irgendjemanden zu finden, der so ein Smartphone eben halt hat aus dem Hause Huawei oder aus den anderen Herstellern. Asus ist ja auch einer der Hersteller, die ein solches Gerät eben halt anbieten werden, nämlich das Asus Max, Asus Zenfone Max. Das ist aber leider noch nicht erhältlich. Aber trotzdem, es ist nicht sehr einfach, solche Leute eben halt zu finden. Viel praktischer ist natürlich der Einsatz, wenn man dann eine Smartwatch hat. Die Akkulaufzeit der ganzen Smartwatches der aktuellen Generation liegt so bei 2 Tagen. Man vergisst es natürlich auch mal sehr gerne, dann eben halt den Akku zu laden. Das Einzige, was man dann mitnehmen muss, ist eben halt die Ladestation. Und man pröppelt dann wieder das Smartphone als Akkupack an die Ladestation heran. Und ich hoffe, zack, und legt das dann eben halt hier ran. Und schon seht ihr, durch diese rote kleine Kontroll-LED seht ihr, dass das Smartphone wieder als Akkupack dient und meine Smartwatch eben halt auflädt. Das Ganze kann ich natürlich auch weiter fortsetzen und einfach sagen, also okay, die Smartwatch ist jetzt voll. Solange die Akkukapazität im Handy eben halt ausreicht, kann ich auch hier so gesehen auch den kleinen Akku von meiner Kameraleuchte dann eben halt chargen. Und das funktioniert auch. Einfach aufladen. Und zum Beispiel geht es dann auch mit dem
mit der GoPro-Kamera. Man muss es dann nur ranstecken. Und schon leuchtet auch hier die rote LED eben halt auf und es wird eben halt komplett dann vom Stromspeicher des Smartphones aufgeladen. Dann kann man zum Beispiel, ich brauche natürlich die GoPro-Kamera ab und zu mal zum Video drehen, und dann kann man da sich so behelfen, der Akku in der GoPro hält so ungefähr 30 Minuten, wenn man vielleicht noch ein bisschen sparsamer umgeht, vielleicht noch eine Dreiviertelstunde. Und dann kann man sich damit behelfen und sagen, also okay, der Videoshoot dauert ein bisschen länger und ich kann dann mein Handy einfach anschließen, um dem eben halt noch ein bisschen Saft zu geben. Genauso dasselbe funktioniert natürlich auch mit einem Bluetooth-Lautsprecher. Einfach das Kabel anschließen, das Smartphone andocken und schon habt ihr wieder Saft für eine etwas längere, ausgeartete Strandparty. All diese Smartphones und weitere Smartphones, die als Akkupack dienen könnten, euch als kleine Lebenshelfer eben halt unterwegs zur Seite stehen, manchmal auch in Notfällen ganz wichtig sein könnte diese Funktion, findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite unter androidpod.de. Folgt uns in sämtlichen sozialen Netzwerken wie Facebook, Google Plus und Twitter. Abonniert diesen YouTube-Kanal, ganz wichtig. Liked die Videos hier in diesem YouTube-Kanal. Mein Name ist Schuh und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Hier in diesem Kanal, den ihr abonniert habt.